Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hyde & Seek. Und es ist ein ganz besonderer Squad an einem ganz besonderen Ort. Wir haben heute ein komplettes Museum für uns. Wir sind hier im Deutschen Museum in Bonn. Felix ist heute mit dabei, AK Tomatolix. Wieland Welten. Schön, dass du hier bist. Alena ist mit dabei. Phoebe und Olle Sarazar ist mit am Start. Lange nicht mehr in Videos gesehen. Ihr habt 10 Minuten Zeit, euch zu verstecken. Ihr kennt die Regeln. Bildung steht in Transrapid. Liebe Grüße an Dave und ich zähle jetzt einfach runter und es geht los. 3, 2, 1, let's go! Macht man das im Teamwork-mäßig? Ja, schon, oder? Ja, wir gehen Teamwork-mäßig rum. Okay, ich werde mich nicht draußen verstecken. Ich renn schnell rein. Alter, das Ding sieht ja abgespaced aus. So, Leute, ich habe das Banger-Versteck. Wir gehen alle rein. Aber ich habe den Meister gefragt, ob es möglich ist, also den Museum-Typ, dass ich mich auf dem orangenen. Was ist das überhaupt da drauf tun kann? Das heißt, ich muss da eigentlich nur hochklettern. Ich habe jetzt niemanden, der das filmt. Ich probiere das selber. Sorry, wie ist es auf dem Klo? Wir sind jetzt im Haus der... Im Deutschen Museum. Deutschen Museum, nicht Haus der Geschichte, sorry. Hier, in diesem Museum bin ich früher mit der Schule hingegangen. Das ist echt verrückt. Wenn man sich das mal anschaut hier... Geht so. Nee, ich glaube, ich gehe nach draußen. Das wird hier nichts. Und wir verplempern zu viel Zeit jetzt. Ich habe vorhin Kissen gesehen. Ich bin ja mit einem roten Pulli hier am Start. Deswegen habe ich mir gedacht, ich verstecke mich als Kissen. Unter den Kissen. Was denkst du? Es ist scheiße schwer, oder? Es ist scheiße schwer, ja. Vielleicht wollen wir doch nach draußen irgendwie in ein Gebüsch oder so. Aber da sind jetzt wahrscheinlich alle draußen, oder? Das ist schwieriger. Ich glaube, ich kann euch nicht mitfilmen. Oh, das ist unmöglich. Kleine Spende fürs Museum. Leute, ich hab's geschafft. Das ging relativ easy. Sarazar! Alter, die Phoebe, ey. Wie kann man mich nicht sehen? Ja, schon. Scheiße. Ja, ist noch nicht so geil, ey. Ich musste hier so. Ja, ist geil. So sieht man dich wirklich nicht, Phoebe. Ich muss halt mitspielen. Ich hab mir gedacht, ey, unter diese Kissen. Wir können das ein bisschen vorschieben, wenn da hinten. Das da? Oh ja, da kommt. Da passt man perfekt rein. Hast du da Apple? Ich glaube, ich kann's probieren. Ich komm mit dir. Alter, das ist optimal. Das könnte gut klappen. Oh mein Gott. Soll ich dich einbuddeln? Ja, bitte. Du bist einfach auf mein Gesicht und dann... Ja. Ich gehe jetzt hier irgendwie rein, komm. Ja, ich... Ja, aber ich glaube, da geht der hin, oder? Hier diese Ecke, da geht... Boah, ist auch nicht schlecht. Da ist auch so eine, ja, das ist auch so eine Klimaanlagenteil. Aber ich weiß nicht, hier hinter sieht er mich halt safe nicht. Wenn ich da reinkomme und dahinter, ich glaube, das ist super gut. Probier das. Wo ist Zarata? Ah, da hinten irgendwo im Gebüsch. Fuck. Ist doch nicht so deep, wie ich dachte hier, das Gebüsch. Vielleicht gehe ich doch lieber hinter diese Klimaanlage. Junge! Was machst du? Was komplett crazy ist, morgen ist eine neue Ausstellung hier und wir sind die Ersten, die uns das hier angucken dürfen. Also ein Big Shoutout auf jeden Fall an das Deutsche Museum hier in Bonn. Ganz liebe Grüße an euch und ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt, wo die sich alle verstecken. Ich freue mich gleich richtig auf den Moment, wenn du diese Steps hörst. Ja, das ist, wenn er gleich hier so rumsteigt, einfach ab und zu. Ach, ich bin fertig, wir können los, auf geht's. Hallo, Popa. Ja. Du, hör mal, ich hab dir was mitgebracht und zwar das neue Samsung Galaxy S24 Ultra, mein neues Handy. Komm mal kurz mit mir, ich erzähl dir mal ganz kurz, was das Handy alles so kann. Das ist der Wahnsinn. Hör mal, wir haben einen verbesserten Zoom, schnelleren Prozessor, intelligente Funktionen mit AI. Ich kann jetzt hingehen und wenn ich jetzt hier mein altes Handy... Oh Gott. Ja, das passiert. Wenn ich aber jetzt wissen möchte, was ist das eigentlich für ein Gerät, ziehe ich hier den S-Pen raus, mache ein Foto davon und dann kann ich mit Circle to Search, wenn ich hier drauf drücke, das Gerät einmal einkreisen und der sucht mir automatisch raus, was ist das für ein Gerät. Und dann zeigt es mir hier sofort an, Samsung Galaxy S23 Ultra. Aha. Top, oder? Top. Mhm. Sollen wir noch ein Foto machen? Ja. Oh, schönes Bild. Warte mal, wer ist das denn da im Hintergrund? Den können wir jetzt einfach, wenn wir wollen, rausschneiden. Ich kann den einfach mit der AI einmal einkreisen. Schneide ihn aus, zieh ihn jetzt aus dem Bild raus. Aus, weg. Und wieder da. Siehst du das? Und wieder da. Einfach rausgeschnitten. Top, oder? Top. Ja. Danke, Samsung. Danke, Probe. Ich kann auch, glaube ich, gar nicht richtig gleich mitfilmen, weil es voll auffällig ist hier. Wir haben ein gesammeltes Museum vor uns und Platz ist hier wirklich viel. Die Frage ist nur, weil es so offen ist, kann man sich hier gut verstecken? Okay, crazy. Also, wir können uns hier schon mal umgucken. Digga, es gibt hier so viel zu sehen. Das Ding ist, ich habe halt keine Ahnung, kommt man hier irgendwie rein? Nee, das kann man nicht aufmachen, oder? Hier, clean, die Tür... ist zu, da kommt man nicht ohne Schlüssel rein. Okay, hier ist crazy offen. Ich weiß nicht, ob da hinten in die Ecke noch was ist. Mann, wir haben halt so viel Platz hier, ne? Das ist halt wirklich dumm. Ich will nicht die Erste sein, die verkackt. Drei kleine Fische, die schwammen in den Meer, blub, 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 blub. Da sagt der eine zum anderen, ich kann nicht mehr, blub, 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 blub. Da waren es nur noch zwei Fische im Meer, blub, 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 blub.
Oh, hier, beschleunigen. Soll ich mal eine Runde fahren? So, haben wir hier. Ich habe Angst, ich will hier raus. Okay, also hier ist niemand, hier ist niemand, hier ist niemand. Wir müssen systematisch vorgehen. Ich muss dann auch hinter diese ganzen Dinger hier schauen, weil auch hier sich irgendeine Phoebe auf jeden Fall hintersneaken könnte. Alter, jetzt diese geilen Roboter, cool. Es ist ja schon sehr offen, ne? Und das ist halt das Ding. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon an Leuten vorbeigelaufen, ohne zu wissen, wo die sind. Es sind halt so voll viele Infoterminals hier. Ich wette, ich bin schon an irgendwem vorbeigelaufen. Okay, crazy. Das ist halt jetzt schon wieder so ein Ding von, wenn ich in den ersten 5 Minuten keinen finde, ist das meistens kein gutes Zeichen. Es ist so kalt. Wo haben die anderen sich bitte versteckt, dass das so lang dauert? Also, es hätte sich auf der ersten Etage niemand versteckt, ich bitte dich. Aber wir haben ja alles eigentlich schon durchgecheckt, ne? Okay, wir gehen mal runter. Mann, das ist schon cool, so ein komplettes Museum für sich zu haben, ne? Hier jetzt ein Teilchenbeschleuniger. Wieland Welte findet sowas sehr attraktiv. Vielleicht versteckt sich hier irgendwo ein Wieland Welte. Das ist einfach ein echter Teilchenbeschleuniger, ist schon crazy, ne? Ich glaube, wenn man da reinkriegt, wird man halt beschleunigt. Und das sollte man dann nicht tun, oder? Wieland? Alles klar, danke dir. Es ist so offen. Die können sich hier gar nicht verstecken. Das ist gar nicht möglich. Das ist die erste Location, wo sich keiner verstecken kann. Okay, so langsam wird's weird. Hey, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Oh, schon cool, das Museum. Sehr viel digital. Finde ich ganz nice. Nein. Oh mein Gott. Holy. Soll ich einfach wieder... Und, ja, also... Okay, ich nehm's gerade damit raus. Starkes Versteck, aber... Also mäßig sind wir jetzt ja durch mit der Ausstellungsfläche. Es kann nicht sein, dass sie die Einzige ist, die ich da gefunden habe. Okay, dann vielleicht vorne. Es ist gerade die Treppe wieder hochgegangen. Wenn ihr jetzt in den Außenbereich geht, dann wäre jetzt erstmal safe. Das wäre jetzt erstmal entspannen. Okay, jetzt halt die Frage, wie sind jetzt hier draußen? In den Zug kommt ja keiner rein, oder? Ich muss jetzt leise sein. Ich habe das Versteck gewechselt. Bin jetzt hier hinter dieser Klima. Hier ist halt überall so Gebüsch. Keine Ahnung. Ja, aber das ist ja auch keiner. Hä, aber wo sollen die denn dann drin sein? Aber das ist ja unmöglich. Hä? Das wäre halt ein crazy Versteck gewesen, ne, hier. Aber ist clean. Hä, und das ist alles hier draußen? Oh mein Gott, halt die Fresse, wie kann ich mich nicht sehen? Hä? Bin ich dumm? Och Mann, das ist schon wieder so ein Ding, ne? Wirklich. Es ist immer so, wir finden kein Versteck und dann auf 20 Quadratmetern sind irgendwie 7 Leute versteckt. Das ist so geil. Um euch das mal zu zeigen, da oben versteckt sich die Phoebe. Hier ist so ein Durchgang und ich verstecke mich hier hinter diesem Klimaanlagenteil. Digga, noch 4 Leute, wo denn? Ich glaube, er drin. Ja, okay, dann gehen wir noch mal rein. Wo soll ich denn hier jemand verstecken? Das ist so geil offen. Hey, ich check for real nicht, wo da Leute sein sollen. Also ich weiß nicht, wo alle sind. Ehrlich jetzt? Hast du welche gesehen? Ich habe auch schon die Halle, klar. Weil, während wir hier rumgelaufen, hast du Leute gesehen? Ich auch. Also jeder von uns. Hä? Mann, Digga, irgendwann glauben mir das Leute ja nicht mehr, denken, ich stelle mich dumm oder sowas für die Videos, aber man checkt das halt nicht. Guck mal, ich habe auch hier hinter geschaut, so. Ich kann hier nochmal reinpassen, aber da ist halt nicht. Glaubt ihr, hier unten ist noch jemand? Da ist doch keiner hinter, oder? Ich weiß es nicht, hoffe ich, aber wäre ich du, hätte ich mal geschaut. Ja, aber da kommst du gar nicht. Oh mein Gott, Romatra. Du Schwein. Oh mein Gott. Du hast ihn gebastelt. Romatra, wie bist du da reingekommen? Ich muss ein bisschen vorstehen, damit ich rauskomme. Hey, wie geht das? Wie? Warte, geh weg. Geh weg, dann komm ich raus. Ist da noch jemand drin? Nein. Sicher? Ja. Hä, Bro? Also, Digga, dass du dich in der Wandverkleidung verkriechst, Bro. Wir sind die Einzigen, die bis gefunden worden sind. Ja. Okay. Und ich habe mich dahinter versteckt. Du wurdest nur gefunden, weil ich... Ja, du hast gesagt. Es tut mir leid. Ja, da muss ich jetzt bei jedem Element hier von gucken, oder? Mann, das wäre so ass, wenn jetzt hier überall einer drin wäre. Hallo? Wenn da jemand drin ist, kommst du raus, ja? Ja, weiß ich nicht, ne? Stresspegel steigt. Also, Romatra wurde entdeckt, aber Rebi hat hier nicht reingeschaut und hat mich nicht gesehen und hat ihm einfach vertraut, dass jetzt schon sonst keiner mehr drin sein wird. Also bin ich hier natürlich jetzt drin geblieben. Das heißt jetzt, er wird mich niemals finden. Safe. Ich hab gewonnen. Digga, wie kann er mich nicht gesehen haben, wo ihr... Okay, ich bleib mal hier. Schreibt mal in die Kommentare, welches Versteck ihr am besten findet. Würde mich mal interessieren. Es muss noch jemand draußen sein. Okay, sie kommt wieder. Ist das dumm? Ich hab keinen Plan, wo noch jemand sein könnte, wirklich. Vor allem ist hier draußen auch nicht so viel, wo man sich verstecken könnte, ne? Halt, außer hier oben. Phoebe, was geht? Ich war hier 2 Stunden oder so. Digga, ist das krank. Bin ich die Letzte?
Nein. Junge, ich dachte, du bist dumm. Du stehst hier, ich lieg hier drauf. Ja, ich weiß, aber ich hab's nicht gesehen, weil ich da in dem... Bro, dass jemand Highground spielt, ist ja scheiße. Okay, das killt mich gerade, for real. Ich habe absolut keinen Plan. Okay, hier sind giftige Bären, die eventuell heim machen. Vielleicht ist Tomatrix hier in der Nähe. Ja, wenn jetzt hier einer im Busch ist, scheiß drauf. Wir fahren ohne dich nach Hause. Phoebe hat er gefunden, aber hier hinten hat er nicht richtig geguckt. Das Versteck hier ist einfach zu krass. Ich werde jetzt mal, glaube ich, wieder zurück zum Gebüsch gehen. Vielleicht ihm es ein bisschen einfacher machen, weil hier ist echt heftig. Okay, wenn Wallens Flasche da unten steht, dann muss der ja drin sein und Felix ja dann auch. Weil hier draußen, sage ich ehrlich, kann keiner mehr sein. Da ist die Flasche von Walle. Guck mal, ich habe unten alles abgesucht, oben alles abgesucht, draußen auch alles durch. Das kann doch nicht sein. Wo ist denn Tomatolix und Walle? Also, kleines Selbstexperiment. Wie lange kann ich mich vor Remi verstecken? Back to the bushes. Machete raus und rein da. Hier, deep in the woods. Man hört die zum Glück gut, weil es jetzt sehr viele sind, die gecatcht wurden scheinbar. Ich habe in jeden Busch reingefasst. Ja, du hast dich jeden Busch perfekt angeschaut. Will ich nur mal sagen. Nur sagen. Na, gehen wir noch mal draußen gucken. Ey, letztes Mal gehe ich jetzt raus und wenn nicht, fahren wir nach Hause. Wir packen unsere Sachen. Das kann nicht sein. Ich habe keinen Bock mehr, in irgendwelche Büsche reinzufassen. Hallo. Hä? Du warst da eben nicht. Wie bist du jetzt wieder da? Ich habe mich gesneakt von Versteck zu Versteck. Hä, wie OP? Okay, krass, okay. Ey, dann ist, wo ist Tomatolix? Okay, Felix hat gewonnen, aber ich habe keine Ahnung, wo er ist. Das ist crazy. Heiß, kalt, okay, du gehst in eine Richtung und sagst heiß oder kalt einfach. Heiß, heiß, kalt, heiß, heiß, warm, warm, warm. Ist der auch dahinter? Nein. Och, Umatra! Du Scheißkerl! Nein! Felix? Oh mein Gott, ich sehe ihn. Was geht, ne? Alter, nein, ist das dumm. Zwei Leute und nur einer geht raus. Du hast gewonnen. Du hast nicht reingeschaut. Hab ich gewonnen? Ey, das ist krass. Das ist krass. Ich habe in das Ding reingeleuchtet, in das aber nicht. Ey, Leute, das war's von dieser wunderschönen Runde von Hide and Seek. Alter, stark gespielt, Bro. Sehr, sehr gut. Tomatrix hat das Ding hier heute geholt. Ey, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Checkt unbedingt mal gerne das Deutsche Museum auf Instagram aus, falls ihr Bock habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Nein. Okay.